Hallo, hier ist der Martin von Money Monkey, ist das die DAX-Analyse für nun Freitag, den 14.05.2021. Und den Kahn, den wir uns gestern angeschaut haben, der hat ein bisschen neuen Lack bekommen. Sieht wieder ganz schick aus. War mal hier ein bisschen neue Farbe dran, ein bisschen weiß, ein bisschen schwarz. Und nein, es ist nicht mein Boot. Falls der ein oder andere das denkt, nein, es ist nicht meins. Das wäre mir viel zu klein. Nee, also kleiner Spaß. Auf jeden Fall, wir hatten hier gestern den Kahn, wir in zweit, wir haben darüber gesprochen, dass der DAX Flagge und so weiter gegebenenfalls unten noch rausmacht. Dass er aber wahrscheinlich nicht am Gap schon hochkommt, sondern hier einfach nochmal drunter macht, einfach auch um die Stops wegzuholen. Das hat er getan. Ja, und dann kamen grüne Stundenkerzen. Und dann kamen keine roten mehr. Dann ging es nur nach, der hat ja volle Hütte durchgenagelt. Also richtig, eigentlich für einen Donnerstag passt das wie die Faust aufs Auge halt. Ne? Dass der sich richtig rauslehnt. Ich hätte ja normal macht er das im kleineren Rahmen, ne? Das ist, sagt 9,65 antippen, dann auf grüne Stundenkerze umdrehen, 15.200 oben anlaufen, also hier einmal drüber. Haben wir gestern alles besprochen, ne? Dass aber hier so eine fette Übertreiberkerze raussetzt und dann hier unten dann plötzlich umdreht, das fand ich ein bisschen überraschend. Ich meine, die 8,30, okay, das war eine wichtige Zielmarke. Ich hätte gedacht, er geht hier noch in die 7,50 rein, das hätte persönlich besser gefallen, hätte auch auf den Channel einfach aufgesetzt. Aber ihm schien die zu 8,30 hier genug zu sein, war vor allen Dingen halt auch unter das Tief drunter. Da wird es einige Longs rausgerissen haben, denke ich mal, vom Stop-Loss. Das wird Ziel und Zweck der Veranstaltung gewesen sein. Vielleicht hat man die jetzt wieder reingeköttert, ne? Starker dynamischer Anstieg. Vielleicht suggeriert man denen, hey, wir haben euch zwar alle ausgeschafft, aber kommt doch bitte rein. Aber ich glaube, das ist genau der Grund, warum ich zum Freitag jetzt hier ein bisschen vorsichtig wäre. Also, Freitage sind echt oft gemein im DAX. Und wenn wir mal so gucken, wo wir eigentlich die Woche verlaufen ist, wo haben wir angefangen? Wir haben hier oben angefangen. Wir sind mit dem Aufwärtsgap reingekommen. Super bullig eigentlich. Haben das wegverkauft, haben die Sache noch mehr Schwäche gezeigt. Haben zum Mittwoch einfach ein bisschen rumgeeiert. Zum Donnerstag noch mehr Schwäche gezeigt. Neue Wochentiefs gemacht. Hart gekontert. Uns wieder über den Mittwoch gestellt. An das Dienstagshoch. Aber der Montag schwebt halt noch so da drüber. Na, also das heißt, die Wochenkerze ist jetzt hier auch noch rot. Brauchen wir uns gar nicht angucken. Die ist noch rot. Und ich persönlich glaube, dass der die Leute hier jetzt richtig an den Säcken hat, halt. Also auch die, die das Short reingeflackt haben, weil der hat hoch zu, hat auf jeden Fall Short rausgetragen, was Short drin war. Na, also wer hier vom Mittwoch, Dienstag Short drin war, der ist weg. Der ist weg vom Fenster einfach. Das hat er weggeschoben gekriegt. Und alle, die jetzt neu reingekommen sind, ich glaube, die fühlen sich ein bisschen unwohl mit ihrem Short, weil das echt einen starken Eindruck hinterlassen hat. Und auf sowas wird es mich nicht wundern, wenn der zum Freitag komplett die ganze ganzen Tag fällt. Wahrscheinlich nicht bis da runter. Wahrscheinlich nicht die ganze Strecke. Wahrscheinlich plus 61% oder sowas von diesem Anstieg. Einfach ein bisschen langsamer. Aber dass der sich Stück für Stück einfach so abpurzeln lässt. Relativ geringfügig von der Volatilität, ohne starke Schwankungen. Aber das könnte ich mir gut vorstellen. Deswegen würde ich sagen, so alles, was eigentlich unterhalb hier von diesem kleinen Haufen geht. Ne? Also alles, was so unter, ich sag mal, 15,1 80 geht. Na, sag mal, 15,180 würde ich persönlich schon eher dann nach unten sehen, Richtung Tagesschluss auch, da wieder unten rein. Und wenn er das macht, dann macht er zum Montag noch ein neues Tief drin. Dann kommt auch die 57, vielleicht sogar einen Tacken mehr. Das wird einfach gut reinpassen. Aber, wir haben hier definitiv eine starke Bewegung gesehen. Das heißt, wenn der uns jetzt zeigt, dass das jetzt nicht bloß eine Finte war, dass das nicht bloß just for fun, bisschen Positionen hin und her kitzeln, bisschen Leute ärgern, bisschen so, also dieses kleine Necken, ne, was er so mit den Privatanlegern immer macht, dieses kleine Stänkern und provozieren und ein bisschen täuschen und so. Wenn der wirklich zeigt, dass da was dahinter war, und das sollte man ihm dann nicht aberkennen, weil dann probierte die Bewegung, den Bewegungsstrang nochmal nach oben zu drücken und hätte sich damit dann ein Ziel um 15.510 wieder freigeschaltet. Das heißt, würde dann hier quasi so eine, das hier letztendlich nochmal nach oben stellen, na, so hier, und hätte dann quasi etwa diese Bewegung vor sich. Und da seht ihr schon, er hat schon einen großen Teil davon abgewickelt. Und dann wird er hier reinlaufen. Richtung, kann das stimmen? War die bloß so klein?
Ich habe mich nicht vermessen, ha? Ja, das stimmt, der war sogar tiefer gewesen, ja? War sogar tiefer gewesen. Ja, dann wäre das nämlich so als Korrekturmuster ein kleiner Überschuss, überschießende B-Welle letztendlich. Und dann würde sich hier nochmal hochstellen. Und ja, wäre im Bereich um 4,50 bis 5,10. Das wäre oberseitig das Potenzial, was der DAX hat, wenn er sich stark zeigt. Das heißt, wenn ihr merkt, der geht nicht unter 1,50, der fällt auch nicht zurück und der macht nicht. An irgendein Zeichen, dass er den Donnerstag rückwärts wieder abwickeln will, dann lasst ihm oben ein bisschen Raum, sich zu entfalten. Also, ich glaube, die 3,15, das ist halt penetrant offensichtlich für jedermann, die holt er sich dann, wenn er oben weiterarbeitet. Wenn er über 2,50 auch reinkommt zum Freitag, dann macht er die 3,15 glatt und dann muss man ihm eben auch Platz bis da oben 4, was haben wir gesagt, 4,50 war das, ja? 4,50, 5,10 muss man ihm geben. Das muss man ihm tatsächlich dann auch geben. Wenn der da jetzt wieder stärker zeigt, ich meine, er hat eine super schwache Woche vorgelegt, hat am Donnerstag, fast kurz vor Ende der Woche, neue Wochentiefs geliefert, nachdem er die ganze Woche schon durchgeballert hat. Und dann hackt er einfach ab Mittag die komplette Bude rückwärts runter und stellt sich bis hoch auf das Niveau, wo er den Dienstag angefangen hat. Das ist schon. Das ist jetzt nicht schlecht gewesen halt, ne? Also das ist schon stark. Wie gesagt, wenn aus dieser Stärke halt wieder eine Trendfortsetzung kommen soll und Volumen war da auch genug drin, dann lasst ihm den Freiraum. Also da auf jeden Fall 3,15 oben, dann 4,25, 4,50 und auch 5,10 sollte man zum Freitag gewiss einplanen. Wenn der sich da oben bewegt, lasst ihn im Zweifel bis zum Tagesende durchlaufen. Aber ich würde es unten genauso machen, ne? Wenn der mir anzeigt, wenn der früh anfängt, die ersten roten Kerzen nach unten zu treten, ich glaube, dann Long zu suchen, also ich weiß nicht. Bereich um 15,10 würde sich für sowas dann anbieten, aber also ich mach's nicht. Ich mach's nicht. Ja, kann sein, dass der dann trotzdem steigt, aber das. Ich glaube, das wird dann eher so ein Freitag, wo früh die ersten schon wieder Long handeln, weil sie sich gesagt haben, hey, der hat gestern so viel Stärke gezeigt, der steigt jetzt bis Allzeit hoch. Und dann gehen gleich früh die ersten Long rein und dann longen die den ganzen Tag das Ding darunter halt, ne? Jedes tiefere Tief. Und dann fällt der Freitag auch richtig fies. Der fällt dann so, wie soll ich das formulieren? Wie soll ich das beschreiben? Der fällt dann so treppenstufenartig, ne? Der macht dann hier so eine Zicke-Zacke runter. Und dann denkst du alle 5 Minuten, oh, jetzt tritt er nach oben auf, jetzt tritt er nach oben auf, jetzt tritt er nach oben auf, oh, komm, nochmal lang rein, nochmal lang rein, nochmal lang rein. Nicht so, das provoziert die Leute richtig. Da werden die flockig, da zucken die Kreditkarte, bis die glüht und immer wieder reine Position. Deswegen, ich glaube, die Gefahr liegt eher unten. Ich glaube schon, dass die Gefahr eher unten liegt, auch wenn gewissermaßen da bestimmt der ein oder andere schief noch drin hängt, was es ja reizvoll machen würde, den Markt oben rauszuspülen. Aber ich glaube, er könnte sich mehr Geld reinholen, wenn er unten jetzt die Leute alle long reinzieht. Also von daher, Risiko für mich, also was ich mir fast am ehesten vorstellen könnte, wäre dieses Runterzuckeln. Nicht so viel, nicht unbedingt tiefer. Kann machen, was will, aber es würde vollkommen reichen, hier so ein 60er, dass er die Spannung auch für die nächste Woche auffällt. Das würde eigentlich ganz gut passen. Und ansonsten hier oben halt wirklich aufpassen, dass der nicht einfach, dass der nicht einfach hier weitermacht. Na? Dass der nicht einfach dann hoch hier oben reinläuft. 4,50 bis 15. Das wäre dann, wenn er Stärke zeigt. Na, aber guck mal ein bisschen nach unten. Das wird ganz gut passen. Gut, also in diesem Sinne, schwieriger Tag voraus. Was so vielen bei sowas hilft, ne? Nehmt euch eine maximale Verlustgrenze, die ihr pro Tag machen wollt. Nehmt euch eine maximale Anzahl von Trades, die ihr machen wollt. Schreibt die euch auf den Zettel, klebt das an den Bildschirm, sagt nach so und so viel. Gerade das, was ich so beschrieben habe, dieses hoch, runter, hoch, runter, hoch, runter. Wer weiß, dass er da eine Schwäche hat, dann lasst vielleicht den Tag einfach klemmen, wenn ihr merkt, er fängt unten ran an zu fallen. Ne, also dann nicht ins offene Messer rennen und den Typen euch auslachen lassen. Also das vom Donnerstag, das wirkt mir Mama. Ich bin mir noch nicht sicher, ob ich das tatsächlich als technischen Impuls werten möchte. Einfach weil ich's bildlich, ich sehe das genau vor Augen. Der kommt ein bisschen schwächer rein und in meinem ganzen Chat
will ja schon den ganzen Tag nur damit beschäftigt sein, die Leute davon zu abzuhalten, dann nicht die ganze Zeit nur dann dagegen widerzustehen halt, ne? Also es würde gut passen. Also sowas haben wir oft gesehen nach Donnerstagen, dass der Freitag dann schwierig wird. Aber nichtsdestotrotz, es ist eine starke Vorstellung. Wenn er das Geld noch zu, das wird man vielleicht angucken. Wenn er stabil bleibt, lasst ihn gehen, im Zweifel bis Tagesende. Na? Gut. So, bevor ich mich zum 10. Mal wiederhole, machen wir hier dann den Cut. Ich drück euch die Daumen, dass es rauskriegt. Vielleicht dem einen oder anderen auch dem Ratschlag sei gegeben, dass man nicht jeden Tag handeln muss. Man kann sich solche Tage, wo man schon vorher weiß, die wären bestimmt fies, die kann man sich auch einfach klemmen, da kann man auch einfach mal frei machen, bisschen Ruhe rankommen lassen ans Depot und an den Kopf, das tut oft ganz gut, ne? Und dann einfach am Montag frisch wieder ansetzen, in aller Stärke, bevor man sich hier noch komplett die Woche versaut dann halt, ne? Und ich glaube, der Freitag hat, dadurch, dass der Donnerstag so auf die Emotionen gepinkelt hat, geht der Freitag bestimmt jetzt aufs Portemonnaie. Weil die meisten sind ja noch drin. Die haben hier nicht großartig Verluste realisiert. Die sind noch drin. Das heißt, den ist er erstmal nur auf den Sack gegangen. Das Geld holen kann er sich jetzt noch anders, weit ich. Ja. Gut. Kiste zu. Ihr wisst Bescheid. Ich drück euch die Daumen. Holt euch eure Punkte. Dann schon mal schönes Wochenende allen anderen. Die man nicht nochmal sieht über den Tag. Und jo. Gutes Gelingen. Bis Sonntagabend wieder. Ciao.